Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, bei der neuen Ausgabe unserer Interviewserie. Wir stehen hier mitten im Traum von Richard de Hoop in Strambreu in der Nähe von Eindhoven und auf seinem, ja, ich möchte fast sagen Landsitz. Er lässt einen Bauernhof. Es ist sehr schön hier und wir werden hier ein bisschen drehen, ein paar Fragen stellen, so wie Sie es gewohnt sind von unserer Serie. Zunächst aber mal herzlichen Dank, Richard, für deine Zeit, die du dir nimmst für unsere Fragen. Gerne. Und ich freue mich riesig aufs Interview. Ich auch, absolut. Ja. Ja, Richard, wir hatten es gerade schon angesprochen. Es ging um ein Traumleben, so ist das Motto unseres Portals ja auch. Ja. Vom Traum zum Ziel, ein Leben nach den eigenen Vorstellungen. Mhm. Wenn ich mich hier so umsehe, kann man sagen, du hast das schon erreicht? Wenn ja, hast du es schon vollkommen erreicht oder gibt es da noch weitere Träume? Oh, es gibt immerhin weitere Träume, immerhin. Aber das hier ist schon ein Traum, tatsächlich. Ja, ja, ich war, sag mal, ja, wir wohnen hier seit 13 Jahren jetzt, also ich glaube, es war 15 Jahre her. Da waren wir so 2-3 Jahre unterwegs mit unserem eigenen Unternehmen und da war ich mit meiner Frau spazieren. Mhm. Da waren wir irgendwo in der Natur und haben gesagt, du Jacqueline, es gibt einen Moment, dann haben wir tatsächlich unser eigenen Bauhof. Und hat die gesagt, ja, ja, Traum tu mal weiter, du, weil ich habe viele Träume. Und sie sorgt immer dafür, dass ich wieder bodenständig werde. Aber tatsächlich, 5 Jahre später war es soweit und ist dieser Traum hier. Aber es ist tatsächlich ein Traum. Ich meine, so wie ich mir das vorgestellt habe und die Ruhe, die mir das jetzt gibt, das ist Wahnsinn. Wenn du das vergleichst, dass es jetzt das Ergebnis praktisch ermöglicht hat, dir dein Erfolg als Trainer, als Sprecher, hast ja großen Erfolg in Holland schon und in Deutschland seit der Pro7-Serie Glücksreport natürlich auch bekannter geworden, schlagartig. Für die Insider warst du vorher schon ein Tipp. Was ist eher noch dein Lebenstraum, dieses Leben als Sprecher, dieser Erfolg als Sprecher oder dann dieser Rückzug hier in deine persönliche Traumwelt, will ich es mal nicht nennen, aber in deinen Rückzugspunkt? Naja, natürlich, ich möchte sehr gerne meinen Einstieg in Deutschland machen, dass es da tatsächlich durchzieht, das absolut. Auch in Holland, es geht sehr gut, also wir machen ungefähr so 100 Auftritte im Jahr, sehr, sehr gut. Aber die Traumen sind da immer so in die Lage von, wie können wir es die Leute noch mehr Anregungen geben, um tatsächlich mit mehr Leidenschaft zu arbeiten, mit mehr Leidenschaft zu leben. Da gibt es noch viele Träume, um weiterzugehen. Absolut. Ja. Was würdest du sagen, was ist dein Ziel hinter diesem Traum als Sprechererfolg? Tatsächlich, dass wir in die Lage sind, als Menschen glücklicher zu leben und eine Umwelt zu machen, die auch tatsächlich es zusteht, dass wir glücklicher sind. Ja. Das wäre so ein Traum. Das wär... Ist darauf auch dein Ansatz aufgebaut mit den Musikinstrumenten? Ja. Also wir hatten zur Erklärung für unsere Zuschauer, wir hatten gestern schon ein gemeinsames Abendessen hier in der Nähe von Eindhoven, hatten dieses Gespräch schon und in seinem Programm geht es darum, den Vergleich zwischen menschlichen Charakteren und verschiedenen Musikinstrumenten und dass wir dazukommen müssen, dass wir als Orchester mehr spielen und nicht gegeneinander. Genau. Ist das dieser Ansatz, wo du auch damit verfolgst? Ja, absolut. Ich meine, da haben wir ja gestern auch von gesprochen, also Winnen und Verlieren. Ich glaube, es ist tatsächlich schön, ab und zu mal ein Spiel zu spielen, wo man winnen und verlieren kann. Ja. Aber dass wir jetzt viele Unternehmen so gebaut sind, dass lauter ein paar Leute gewinnen und viele nicht, das gefällt mir persönlich nicht so. Das finde ich das Schöne an Musik. Da verliert niemanden, da hat jeden Spaß. Das heißt, diejenigen auf die Bühne und das Publikum. Und ich glaube, es wäre schon mal gut, wenn wir so weit kommen, dass wir also tatsächlich alle glücklich werden können, alle mehr Spaß haben können. Das war tatsächlich ein Traum von mir, ja, absolut. Du bist ja auch ein erfolgreicher Musiker. Mhm. Und wäre ja durchaus auch ein Karriereweg gewesen. Ja. Wie wichtig oder welche Rolle spielt die Musik immer noch in deinem Leben? Musik ist mein Leben. Das heißt, ich liebe die Bewegung, ich liebe die Emotionen, die dazugehören.
Ich war tatsächlich so, mit ein paar Jungs haben wir schon Tours gemacht, aber was mir da fehlte, war tatsächlich diese Botschaft rüberbringen. Mhm. Und dass ich das jetzt zusammen machen kann, also und Musik und diese Botschaft, das ist tatsächlich ein Traum. Die Verbindung. Ja, die Verbindung. Super. Ja, ja. Ja, wir haben uns ein bisschen weiter nach innen verlagert, in das Zentrum des Hauses. Und da schließt sich die Frage hier schon an, Richard. Und wir versuchen ja alle Lebensbereiche abzudecken, wenn wir von Erfolg sprechen. Mhm. Wie ist das denn bei dir, wenn es darum geht, Erfolg zu definieren allgemein? Ist das bei dir in allen Bereichen soweit straight oder würdest du sagen, du hast da noch Nachholbedarf? Also jedes Jahr setze ich mich zusammen mit meiner Frau, meistens während den Urlaub. Und dann laufen wir all diese Bereiche nochmal nah. Das machen wir auch so mal monatlich beim guten Glas Wein. Mhm. Also wenn es geht über körperliche Fitness, dann sind wir gut drauf. Dann machen wir das so 2-3 Mal in der Woche Sport machen. Das ist super. Wenn es geht über Finanzen, dann haben wir das ganz klar, das läuft sehr gut. Wenn es geht über also mental, da habe ich so noch welche Herausforderungen. Zum Beispiel, ich habe vor ein paar Wochen habe ich irgendwo eine Shaolin-Mönch gesehen und mhm. was der machte mit Fokussierung und Konzentration, das fand ich so großartig. Ich mache schon seit 10 Jahren Tai Chi, aber das ist wieder ein Schritt weiter, weil es ist so, hat mir wirklich umgehauen, wie schnell der in so einem Konzentrationsbereich so fokussiert war. Und da habe ich noch einiges zu gehen. Und zum Beispiel im Bereich von meiner eigenen Weiterentwicklung, zum Beispiel schreiben. Ich möchte mehr schreiben. Ich habe jetzt 2 Buch-Deals, das ist toll, aber ich muss auch anfangen zu schreiben. Ja. Ich habe schon ziemlich viele Blogbeiträge, weil ich habe mich noch nie so gekümmert um das Schreiben. Aber mhm. jetzt fange ich damit an und das ist etwas, was man auch noch weiterentwickeln muss. Mhm. Ne? Also das ist auch so etwas, wo ich mich tatsächlich noch weiterentwickeln mhm. möchte und will. Ja. Ist der Raum hier, wo wir uns gerade befinden, auch so ein bisschen ein Symbol für das Finden der Mitte, des Zentrums? Ja, absolut, ja. Also an diesem Tisch, also das ist unser Küchentisch, da sitzen wir so oft mit unseren Kindern, mit Freunden, mit Bekannten, auch mal ab und zu mit Kunden. Mhm. Hier finden tatsächlich die wichtigen Gespräche Platz. Wir finden das sehr wichtig, um während des Essens mal über diese wichtigen Themen zu sprechen. Wie geht es auf die Schule? Wie geht es in der Arbeit? Wie geht es beim Sport? Wie geht es beim Schauspieler? Mein Sohn ist zum Beispiel hat angefangen Schau zu spielen. Mhm. Meine Tochter hat erst angefangen mit seinem ersten Job und all diese Bereiche werden hier tatsächlich in der Mitte der Tisch gelegt und da wird darüber geredet. Du mal sehen, wie können wir da weitergehen, ja? Mhm. Okay. Ist das symbolisch für dein Finden auch der eigenen Mitte, der eigenen Zentrum? Bist du angekommen, so um die Frage zu stellen? Angekommen in, wie meinst du angekommen? Angekommen im Bereich, da wo du hinwolltest, bezüglich Familie, bezüglich Lebensmitte, okay. bezüglich Zufriedenheit auch in gewissen Grad. Ja, also in diesem Moment in meinem Leben, bin ich tatsächlich sehr glücklich und auch sehr dankbar. Mhm. Dankbar, dass so viele Sachen heute passieren und dass es mir passiert und dass ich da mitmachen kann, das finde ich wirklich, da bin ich tatsächlich sehr dankbar. Und ich genieße das auch. In diesem Moment, ich genieße da tatsächlich, dass so viel passiert und dass so viel Schönes passiert. Mhm. Bin ich angekommen. Ich habe sehr viele Sachen, wo ich sehr zufrieden bin. Aber ich finde auch, dass das Leben noch so viele Überraschungen zu bieten hat. Mhm. Und auch in meinem Alter fand ich schon an, ich habe meine Mutter habe ich verloren, meine Schwiegervater habe ich verloren. Das sind natürlich auch Momente in deinem Leben, wo du
dann siehst, warte Junge, mach etwas da aus. Die beiden, die, das sind tatsächlich sehr schöne Vorbilder für mich. Aber dann in dem Moment ist es wieder ganz klar, dass ich hier bin, um etwas rauszumachen. Mhm. Und was ein sehr schönes Moment in meinem Leben war, vor ein paar Jahren hat ein Freund mit meiner Mutter eine Wette gemacht. Und die hat gesagt, du, dein Sohn, hatte ich meiner Mutter gesagt, den kommt man im Fernsehen. Und dann vor ein paar Wochen war es soweit. Und meine Mutter hat da derzeit gesagt, okay, wenn er mal auf Fernsehen kommt, dann kriegt er von mir eine schöne Flasche Wein. Ich habe diese Flasche Wein bekommen von da oben, weil sie ist nicht mehr da, sie hat nichts sehen können. Aber das sind Momente in meinem Leben, dass ich denke, Mann, du bist richtig angekommen. Du hast es, das ist da geschafft. Und das sind sehr schöne Momente. War dieser Weg für dich immer klar? Ich meine, wusstest du immer, wo du hin willst, oder hat sich das so mit der Zeit, hat sich das Ziel auf dem Weg ergeben? Oder wusstest du, hattest du ein klares Bild, wo du hin willst von Anfang an? Also in diesen fünf Bereichen machen wir immer jährlich diese Ziele. Also ja, wir haben schon einen klaren Weg und wir lassen uns auch immer Raum für Überraschungen und neue Sachen, weil ich glaube nicht daran, dass man alles planen kann und alles planen muss, sondern natürlich, wenn ich Fahrrad fahre, muss ich schon mal weit für mich schauen, wo es entlang geht und nicht immer mit meiner Nase auf mein Vorderrad schauen. Aber trotzdem, wenn es einen schönen Weg gibt, dann gebe ich mir selber die Freiheit, um die auch mal zu nehmen. Ja. Ja. Interessante Umwege. Ja, absolut. Ja, weil es so viele interessante Menschen, so viele interessante Umwege gibt. Aber da muss man ja frei in seinem Kopf sein. Da muss man nicht so einblenden und sagen, und das ist mein Ziel und jetzt muss ich da auch tatsächlich verbissen drauf. Ja, genau. Zurück nochmal zur Ursprungsfrage, diese fünf wichtigen Lebensbereiche. Denkst du, dass man, wenn man in einem bestimmten Bereich dieser fünf Lebensbereiche, um auf die Frage von vorhin zurückzukommen, Erfolg haben will, dass man da dem Priorität einräumen muss, auch zulasten der anderen Bereiche, wenn man da tatsächlich was erreichen will? Mhm. Oder schafft man es, dass man das einigermaßen alles im Gleichgewicht hält? Ja, es ist tatsächlich sehr schwierig, finde ich. Mhm. Aber ich habe den folgenden Trick. Erstmal machen wir diese fünf Bereiche jährlich. Das heißt, dann kann ich mir mal erlauben, um ein oder zwei Monate lang mich selbst zu fokussieren auf einen von diesen und die anderen ein bisschen zu vernachlässigen. Mhm. Aber es ist immer schwierig, weil was ich sehr gerne mache, ist Auftritte. Also wenn ich meine Auftritte auf die Bühne mache und wenn ich, sag mal, in einer Woche 10 habe, dann muss ich meinen Körper, also meinen Sport, muss ich dann ein bisschen vernachlässigen. Aber da haben wir also diesen Trick, mal sehen, wie wir das in Gleichgewicht behalten während das Jahr. Und da finde ich es persönlich sehr wichtig, um diese Gleichgewicht tatsächlich zu behalten, diese Balance zu behalten. Und das geht. Ja. Ja, Richard, eines unserer Hauptbeweggründe für den Beginn unseres Portals war ja, dass es bei vielen Menschen so ist, dass sie durchaus weiterentwicklungswillig sind, dass sie Bücher lesen, Seminare besuchen, Kurse machen, was auch immer, teilweise auch starten, aber dann doch irgendwann wieder in alten Trott verfallen, der klassische Seminareffekt. Wie war das denn bei dir? Ist das immer so durchgängig alles direkt in die Umsetzung geflossen oder hast du doch auch Phasen, Lernen durch Scheitern, sagt man so schön? Gab es bei dir auch Rückschläge und Widerstände? Ja, absolut. Ja, natürlich. Ja, also ich bin natürlich auch bei Seminaren gewesen, bei sehr guter Trainer. Und dann sitzt man im Seminar und denkt, wow, lass mich raus, dann setze ich das um. Ne? Ja. Und dann nach zwei Wochen, dann muss man ehrlich sagen, du, was hast du denn jetzt gerade umgesetzt? Aber ich habe das für mich selber eigentlich so geändert. Also mein Thema ist Musik, ne? Also Musik als Metapher. Also ich spiele diese Musik, sag mal, ich arbeite. Jetzt gehe ich nach jemandem, der mir eine neue Art von Musik mal vorspielt. Okay, da muss ich, in dem Moment, dass ich da sitze, muss ich mal
richtig mich selber spüren und spüren, okay, Richard, diese neue Musikart, findest du die richtig geil? Ist das richtig etwas, was du dann tatsächlich spielen möchtest, ja oder nein? In dem Moment, dass ich in den Seminarraum. Mhm. Und wenn ich dann diese Ja höre, dann weiß ich, okay, jetzt empfange ich auch alles und dann morgen fangst du an, Junge. Das heißt, innerhalb 7 Stunden muss ich dann etwas machen. Innerhalb 7 Tage muss ich dann etwas getan haben. Innerhalb 7 Monate muss ich das tatsächlich gemeistert haben. Das lege ich dann auch fest in meiner Terminkalender und dann gebe ich mir selber immer da diese Feedback. Mhm. Und das ist auch, was ich also meine Teilnehmer immer sage, sorge dafür, dass du unmittelbar nach diesem Seminar etwas tust. Mhm. Und nach 2 Wochen, also sorge dafür, dass es passiert. Aber erstmal hier spüren, mhm, ist es etwas, was ich tatsächlich auch möchte. Und dann ist es einfach üben. Üben. Wenn ich eine neue Musikart, neue Musiktechniken anhöre, muss ich einfach anfangen zu üben. Mhm. Da muss ich mir Zeit dafür geben und Zeit dafür nehmen. Und wenn ich das tue, das ist übrigens ein sehr schöner Spruch von David Garrett, die Geigenspieler in Deutschland, die sagt, um schnell zu spielen, er ist der schnellste Geigenspieler in dieser Welt, ja, um schnell zu spielen, muss ich langsam üben. Mhm. Und das ist sehr wichtig. Üb langsam. Denk nicht, dass du den Trick, den Trainer macht, unmittelbar auch umsetzen kannst. Langsam trainen, immer schneller. Bis es in dem Moment, dass es tatsächlich zu deinem Körper gehört. Ja, mhm, genau. Mhm. Super. Du hast es angesprochen, du hattest Rückschläge und Widerstände zu überwinden. Ja. Hast du ein Beispiel und vor allem hast du ein Beispiel, wie du drüber hinwegkamst? Ja. Zum Beispiel, wir haben schon mal probiert in 2006, um in Deutschland einen Markteinstieg zu machen. Ich hatte derzeit mein Unternehmen verkauft, also einen riesen Geldbeutel, haben wir gesagt, okay, jetzt fangen wir mal. Ne? Und eigentlich versucht, es so anzupacken, wie wir das auch in Holland derzeit taten. Oder? Ja. Das ist total, ich meine, wir haben da 2 oder 3 Theaters haben wir gemietet, haben wir Leute eingeladen, da war niemand, da war tatsächlich niemand. Und ja, dann kann man ja denken, na scheiße, die Deutschen, die mögen wir nicht. Aber in der Zeit hätten wir schon viele Auftritte getan. Oft wegen zum Beispiel Philips, die dann einen Sitz in Deutschland hätte, oder SAP, die in Deutschland. Und die Leute waren immer begeistert. Was uns gefehlt hat, war, das haben wir dann später daraus gelernt, ein gutes Netzwerk. Leuten, die tatsächlich ein gutes Redneragentur, die Kontakte hat. Ja, ich hatte sagen können, okay, dann höre ich damit auf, mache ich etwas anders. Aber wir haben davon gelernt und jetzt fängt es an zu laufen. Ja. Ich habe zum Beispiel auch noch mal versucht, ein Theaterprogramm hier in Holland auf die Bühne zu stellen. Das war am Anfang, war das auch noch ziemlich erfolgreich. Auch noch, aber da habe ich gemerkt, dass es mir persönlich überhaupt nichts gebracht hat. Aber da habe ich wieder ausgelernt, dass tatsächlich mein Weg auf die Bühne für Unternehmen, das ist mein Weg. Ich muss entertainen und ich muss da eine Botschaft, diese zwei kombinieren. Also man kann viel lernen aus seinen Fehlern. Mhm. Also ich habe viel gelernt aus meinen Fehlern. Und es ist nie nett, um von jemandem zu hören, da was du da auf die Bühne machst, das war zum Beispiel nicht überzeugend. Da muss ich mal diese Leute mal richtig gut anhören. Wieso war es nicht überzeugend? Was hat dann gefehlt? Und das kann ich mir doch meistern, oder? Mhm. Ich habe feste Glauben, dass, also in Kritik steckt Musik. Das heißt, hör mal die Leute an. Was fehlt da noch? Und was kann ich an mich selber feilen, sodass es tatsächlich wieder klappt das nächste Mal? Ja. Und ist es tatsächlich Kritik oder ist es einfach nur eine Waffe, die gegen dich eingesetzt wird? Okay, ja, klar. Das passiert auch noch durch. Ja. Das heißt, könnte man zusammenfassen, du analysierst zunächst mal, was ist die Situation, was hat dazu geführt, dass es nicht zum wunschgemäßen Verlauf geführt hat, und dann leitest du die nächsten Schritte direkt wieder ein. Wirklich, ja. Denkt der einzige Weg, sowas zu überwinden. Ne? Ja, finde ich schon. Ja.
Was hältst du, um dieses Thema zu ergänzen, für deine wichtigste Eigenschaft, die hauptverantwortlich ist für deinen Erfolg? Ich glaube, bei mir ist das mein Bauch. Ja. Fühlt es gut? Fühle ich mich wohl? Mhm. Wenn ich mich wohl fühle, dann, dann gibt's mir, dann kommt, gibt es hier, kommt von hier diese Energie, um mhm. all diese Sachen zu überwinden. Mhm. Ja, aber ich, es muss hier, wenn ich hier das Gefühl habe, du Richard, das ist richtig gut, was du machst, da kannst du nicht nur dir selber, aber auch die anderen Leute mithelfen. Ja, dann, ich muss noch etwas überwinden, aber wenn es hier gut fühlt, dann gehe ich. So, ja, dann kann man es umschreiben mit Intuition. Ja, ja. Was denkst du, wovon wird die gespeist? Meine Intuition? Ja. Puh, das ist eine gute Frage. Ist das was, was von außen kommt, oder ist das was von deiner eigenen Programmierung kommt? Ja, beides. Beides. Ich meine, ich bin mit einem Bein in das Umfeld. Das heißt, okay, was passiert da? Was kann ich tun, um das zu verbessern? Und das andere ist tatsächlich in mir. Ich hab auch so ein bisschen so einen Sendungsdrang. Ne? Ich möchte gerne etwas predigen. Ja, ja, und das treibt mir auch. Das treibt mir auch tatsächlich. Ich möchte gerne dafür sorgen, dass ein Unternehmen oder ein Team oder diese ganze Welt tatsächlich einen Schritt weiter kommt durch den Fakt, dass Richard da etwas gebracht hat. Mhm. Ja. Ist immer die Anschlussfrage dran, wo die erste schon drauf abgezielt hat. Gibt es ein Schicksal, das dir vorgezeichnet ist, oder kreierst du das? Gerd, was eine Frage ist denn das? Gibt es ein Schicksal oder gibt es Vorkommen? Ich glaube, es tatsächlich sind es die beide wieder. Ich glaube, ich bin hier, um etwas zu ändern. Mhm. Und ich habe etwas programmiert, um das auch tatsächlich umzusetzen. Ich glaube, die Balance zwischen die beiden. Ich glaube, nur alles programmieren, ohne das Umfeld anzuschauen, das würde für mich nicht passen und umgekehrt auch nicht. Mhm. Ich kenne schon Leute, die zum Beispiel alles auf das Schicksal schieben und dann denke ich, warte, ich bin auch noch hier am Lenkrad. Ne? Also das ist, glaube ich, die beiden. Mhm. Ausgleich zwischen beiden oder Vermischung zwischen beiden. Ja, ja. Okay. Ja. Ja, liebe Zuschauer, wir sind ein Stück weiter gewandert, befinden uns nun im Wohnzimmer von Richard und wollen hier unser Interview vor dem wunderschönen Kamin fortsetzen, beim Kamingespräch. Ja, genau. Richard, dein Schwerpunkt ist ja Motivation im Team, wenn ich so sagen kann. Du nennst dich auch Glückscoach letztendlich. Wie bist du denn in diesen Bereich reingeraten letztendlich? Ja. Also den Glück weiß. Ja. Ja. Glück und Motivation. Glück und beide Bereiche. Ja. Erstmal anfangen beim Team. Das war eigentlich sehr einfach für mich. Ich habe, als meine Mutter mich gefragt hat, als kleiner Junge, Richard, was möchtest du da werden? Habe ich immer geantwortet, Mama, ich möchte Popstar werden, Rockstar. Mhm. Und hat sie auch immer gesagt, du mach das, weil die meisten können auch nicht singen. Aber da habe ich durchgehalten und in Pubertät schon habe ich viele Bands gegründet, in Bands gespielt und erfahren, wie ist es, um zusammen mit jungen Leuten Musik zu machen und dein Publikum zu begeistern. Also später in Großunternehmen habe ich auch in Verkaufsteams gearbeitet, Projektteams gearbeitet und da war mir plötzlich völlig klar, dass was da abläuft, genauso abläuft in ein Orchester, in einer Band. Yeah. Und derzeit, als ich dann mit meinem ersten Trainingsunternehmen angefangen bin, war es mir so klar, dass ich dieses Thema, also Zusammenarbeit, das war für mich so wichtig, weil
diese Zusammenarbeit bringt uns, kann uns sehr viel bringen, aber es, manchmal geht es auch so unglaublich schief. Und da habe ich gelernt, dass es tatsächlich Sachen gibt, wenn man die in einem Team hat, also zum Beispiel all diese verschiedenen Charaktere, das heißt verschiedene Instrumente, dass wir in der Lage sind, aufeinander zuzuhören, dass wir aufeinander abstimmen, dann können wir auch tatsächlich zusammen spielen. All diese Sachen, die waren für mich so wichtig und da habe ich gesehen und gemerkt, dass wir die Leuten da im Teamtraining tatsächlich viel weiterbringen könnten. Also das wäre das erste Mal in Team. Mhm. Zweites Glück. In Unternehmen sieht man sehr häufig, dass Leute einen Burnout bekommen. Ne? Und was ich vor allem auch, was mir so weh tut, ist viele Leute, die ihr Arbeit überhaupt nicht gefällt oder nur das machen wegen des Gehalts. Ja. Dann denke ich immer, hallo, ein Drittel deines Lebens arbeitest du. Bitte mach etwas Schönes daraus. Und da habe ich mich nicht bekümmert um diese Burnout-Bereiche, sondern eigentlich das ganz Gegenüber. Ja. Und das heißt, wenn ich Leidenschaft oder Passion at work oder glücklich bin, bekomme ich auch diese Burnout nicht. Mhm. Und da habe ich, sag mal, vor 10 Jahren schon angefangen mit einem Programm zu bilden, das heißt Passion at work, also wie kann ich Glück auf die Arbeitsplatz, wie bekommt man das? Ja, und so ist das weitergewachsen und dann bin ich da Glückscoach geworden. Glückscoach. Ja. Klingt super. Ja, ist es auch. Was denkst du, ist Glück etwas, was einem widerfährt oder ist Glück etwas, was man erschafft oder ist Glück eine Entscheidung? Ja, alle drei. Alle drei. Ja, absolut. Nein, ich meine, ab und zu, erstmal, was ist Glück? Glück ist, glaube ich, ein Gefühl, ist eine Emotion. Ne? Ja. Wo man sich sehr gut wohl fühlt. Mhm. Naja, es hat mehrere Ebenen. Es hat diese Ebene, dass es passiert echt nur. Ich meine, den Fakt, dass wir jetzt hier sitzen, dass ihr mir fragt um ein Interview, das ist Glück. Ich meine, hallo, das passiert nicht jedem und finde ich sehr schön. Das passiert mir. Es ist vielleicht ein bisschen Schicksal. Ne? Mhm. Auf die andere Seite, ich arbeite schon lange in diesem Bereich, dann fällt man auf, was man tut. Das ist auch bei euch in die Ohren gekommen und dann sitzen wir hier. Also Schicksal und den Fakt, dass ich da viel an arbeite. Und das hat auch diese Ebene für mich, also Glück hat für mich auch die Ebene von, dass es Sinn geben muss, was du dann tust. Mhm. Das heißt, wenn ich tatsächlich all diese Techniken und Fertigkeiten, die es tatsächlich gibt, um glücklich zu werden, wenn ich die auch tatsächlich jeden Tag ausübe, dann kriegt dein Leben auch tatsächlich Sinn. Dann macht es Sinn, was du tust. Also in dem Sinn kann man es tatsächlich auch programmiert halt. Programmiert. Ja. Inwiefern ist eine Entscheidung, glücklich zu sein? Also Glücksforscher, die sagen, also 50% ist fast genetisch, ob man optimistisch oder sehr pessimistisch ist. Also diese ganze Glückspsychologie ist noch nicht so ganz alt. Ne? Also rund diese Wende, Jahr 2000, ist es richtig angefangen, zum Beispiel mit Martin Seligman, dem Amerikaner, so ein Professor. Und der hat gesagt, hallo, ich bin da selber wieder im Lenkrad. Ne? Ich kann das selber, habe ich da sehr viel über zu sagen, dass ich glücklicher wäre. Und in dem Sinne ist es tatsächlich, also ein Hälfte ist DNA, ist, ja. Bin ich so gestrickt. Und die andere Hälfte kann man tatsächlich lernen und kann man tatsächlich dafür sorgen, dass ich, wenn ich daran arbeite, dass ich glücklicher werde. Das hat übrigens dieser Glücksreport auch tatsächlich nochmal bewiesen. Und das ist nicht nur dieses Glücksreport in Deutschland. Es gibt übrigens nochmal eine Sendung auch mit Stefan Friedrich, der das selber auch nochmal macht. Das muss man unbedingt ansehen, das ist, glaube ich, im Dezember. Aber dieses Projekt hat auch in viele andere Länder war es auch und immer wieder, wenn die Leute an sich selber arbeiten, wenn sie etwas anderen an ihrem Umfeld, dann kann man tatsächlich glücklicher werden.
Mir hat dieses Beispiel gefallen, das wurde ja in dieser Sendung auch angesprochen, dass es gemessen an äußeren Umständen, egal ob jetzt hier in Holland oder bei uns in Deutschland, eigentlich jeder vor Glück schreien müsste. Ja, gemessen an diesen Umständen. Tatsächlich sind wir aber irgendwo hinter Nigeria oder was war das? Ja, ihr schon, wir nicht. In irgendeinem Nein, natürlich, die Holländer sind uns da ein bisschen voraus. aber nein, das sind irgendwo Völker, wo man sagt, von den äußeren Umständen, von den materiellen Verhältnissen, am Existenzminimum, wenn überhaupt, wenn nicht sogar drunter, und sind aber glücklicher oder haben sich entschieden, trotzdem zu feiern, den Tag zu feiern, dass sie noch leben und was auch immer. Genau, ja. Und wie erklärst du dir das? Ich glaube, das hat alles zu tun, bin ich hier in diesem Moment, mein Bewusstsein. Ich meine, ich kann hier in diesem Moment, ich bin tatsächlich glücklich. Ich meine, ich fühle die Wärme vom Kamin, wir haben ein schönes Gespräch. Ich bin hier und jetzt. Ich kann zufrieden sein mit was ich habe. Ich meine, wir können auch uns raussetzen und dann kann ich auch tatsächlich wieder sehr glücklich sein. Ich glaube, dass wir in dieser Welt sehr, sehr viele Leute sind oder in Vergangenheit. Was war gestern? Ja, gestern war ein scheiße Tag. Und was passiert da morgen? Und sind nicht in das Hier und Jetzt. Hier und Jetzt kann ich entscheiden, dass ich glücklich bin mit was ich habe. Und ich glaube, dass es ein schwerer Grund ist, dass ich mich selber immer vergleiche mit jemandem anders, weil der hat eine Porsche oder einen BMW, muss ich auch haben. Bitte, wieso? Der fährt auch im Stau. Ja. Also, nur halt glücklich sein mit was man hat, ist etwas, was jeden von uns tun kann. Ich brauche nur in das Hier und Jetzt zu sein. Das ist das Einzige. Und hier kann ich die Entscheidung treffen. Hallo, das ist doch klasse, was ich habe. Bist du auch der Meinung, dass es letztendlich auch drauf ankommt, wo ich den Fokus drauf lege? Weil es ist ja letztendlich immer alles da. Alles Negative, wo ich aufmerksam machen kann, was gerade auf Deutsch gesagt, Entschuldigung, scheiße. Und auf einen anderen Blick genauso alles, was mir Tolles so jeden Tag widerfährt. Ja. Ist das die Entscheidung, wo lege ich meinen, was will ich wahrnehmen? Ja. Ja, absolut. Was ich immer wahrnehme in vielen Unternehmen ist, dass wir einander Kritik und Feedback geben auf die Sachen, die nicht gut gehen. Mhm. Natürlich, Kritik und Feedback muss sein, weil das hilft uns zu wachsen. Aber wer von uns hat heute Morgen schon mal gesagt, also du siehst gut aus oder das hast du wirklich super gemacht oder das ist auch Feedback, ne? Das ist auch Kritik. Klar. Und ich glaube, wir sind viel zu viel fokussiert auf das Negative, was nicht gut läuft. Was die Griechen im Moment nicht gut machen, was der oder den nicht gut macht. Ich meine, wir können uns auch fokussieren, wie können wir das zusammen besser machen. Dann kriegen wir unmittelbar einen anderen Blickwinkel und dann können wir glücklicher werden. Mhm. Bin ich ja ganz sicher. Müssen wir das von Grund auf, von den Schulen auf oder vielleicht sogar schon früher ein bisschen von unserem ganzen Bewertungs- und Denksystem umstellen? Zum Beispiel, du schaffst so ein ganzes Diktat mit nur 5 Fehlern. Ja. Aber tatsächlich, die werden ja rot angestrichen und der angehoben. Ja. Und darauf wird der Fokus von Anfang an immer gelegt. Ne? Ja, stimmt. Ich habe, was ich, eine der Dinge, die ich gemacht habe, die ich gelernt habe von Benjamin Saunders. Benjamin Saunders ist Dirigent von Boston Philharmoniker. Ja. Da hat seine Studenten immer am Anfang von das Lehrjahr gesagt, okay, ihr kriegt von mir, in Deutschland ist es glaube ich ein 1 ist sehr gut, oder? Ja. In Holland ist es ein 10 sehr gut. Okay. Aber ihr kriegt von mir ein 1. Jetzt schon, am Anfang dieses Jahres, du kriegst ein 1. Das Einzige, was du tun musst, ist jetzt aufschreiben, warum verdienst du diese 1? Was machst du? Und all die Lehrer, all die Studenten schreiben auf, warum die diese 1 verdienen und was die da machen, um das zu machen. Weil er sagt, jeder von euch ist mir etwas wert. Und jeder von euch verdient diese 1. Und zusammen arbeiten wir das ganze Jahr zusammen, um dafür zu sorgen, dass wir diese 1 bekommen. Was bedeutet das für diese Studenten? Das ist doch Wahnsinn, oder? Das habe ich auch sehr oft, also in Trainings und das sage ich auch immer auf die Bühne, Jungs, ihr habt schon diese 1. Nur sagen, was machen wir zusammen, damit wir diese 1 auch tatsächlich verdienen. Das gibt einen total anderen Blickwinkel, gibt eine total andere Programmierung. Da sind wir da viel positiver drauf. Ja.
Also ich denke, dass auch wenn ich es in meinem Umfeld beobachte oder auch mich selber ab und zu dabei erwische, muss ich auch ehrlich sein, wir sind ja alle nicht frei davon, dass wir immer sagen, okay, zunächst mal zu gucken, warum irgendwas nicht gehen kann und nicht geht. Was sind die negativen Punkte? Wo ist der Haken? Ja. Wenn was ganz Tolles passiert, wo ist der Haken? Verdammt nochmal, wo ist das, wo liegt anstatt den Fokus drauf zu legen, sagen, okay, ich will was erreichen, wo ich mir jetzt noch nicht vorstellen kann. Aber trotzdem zu fragen, warum eigentlich nicht. Genau, genau. Und wer kann mir helfen? Ja. Welche Talenten können mir helfen, da zu kommen? Mhm. Ich glaube, ich bin fest der Meinung, dass wir viel zu wenig unsere Talenten von unserer Familie, unserer Partner, unsere Mitarbeiter, die benutzen wir viel zu wenig. Mhm. Ich möchte gerne jetzt alle Leute in Deutschland herausfordern, um mal raufzuschreiben, um mal auf einen Zettel zu schreiben, nimm fünf Leute, die du gut kennst, und schreib mal die Talenten von diesen Leuten auf. Frag dann mal an Kollegen von dieser Figur, um das auch mal zu machen, und frag dann auch mal an diese Figur selber, um dann mal zu sehen, stimmt meine Liste überhaupt? Weiß ich überhaupt, welche Talenten diese Leute haben? Und ich bin so der Meinung, dass wir die Talenten, wenn wir die Talenten von uns selber und von unserem Umfeld tatsächlich benutzen, dann können wir viel, viel mehr erreichen. Bin ich da ganz der Meinung. Und das Nette ist, wenn ich meine Talenten einsetzen kann, tatsächlich die Talente, wo ich auch selber froh davon wäre, Mensch, dann bin ich nicht nur ein Vorbild von mir selber, aber auch für von meinem Umfeld. Mhm. Das ist eine der Dinge, um auch tatsächlich glücklicher zu werden. Also eine von diesen Techniken ist, sorge dafür, dass dein Kollegen oder dein Umfeld besteht aus Menschen, die auch positiv drauf sind, die auch dir helfen möchten. Das ist so wichtig. Und ja, dann, das fängt an, erstmal die anderen zuzuhören, welche Talenten hat der, und die auch um die anderen herauszufordern, diese Talente auch zu entwickeln und einzusetzen. Und in Bereitschaft, im Orchester zu spielen. Genau, genau. Und dann zusammen diese schöne Musik, die nicht nur uns berührt, sondern auch unser Publikum. Das ist so. Ist vielleicht ein guter Moment und ein gutes Stichwort, um den Zuschauern mal nochmal deinen Ansatz mit den Musikinstrumenten ein bisschen näher zu bringen. Mhm. Kannst du da noch ein paar Worte dazu sagen? Ja, gerne. Also was wir getan haben, ist, also wir haben 8 Charaktere von Menschen, haben wir, die vergleichen wir mit 8 verschiedenen Instrumenten. Und das Nette ist, wenn du zum Beispiel einen Bass anschaust, dann weißt du genau von einem Bass, was kann ich davon erwarten. Von einem Trompete weiß ich, was ich erwarten kann. Von einem Horn weiß ich, was ich erwarten kann. Von Leute weiß ich das oft noch nie. Wenn ich mit meinen Kollegen zusammen erstmal kläre, welche 2 oder 3 Instrumente gehören zu mir, weil es sind immer 2 oder 3 von diesen Instrumenten, die etwas über deinen eigenen Charakter aussagen. Okay. Und wenn ich weiß, du hast zum Beispiel den Bass und das Klavier und das Horn und ich zum Beispiel die Trompete, auch einen Bass und einen Trommel, dann wissen wir schon, okay, auf die Bässe, da sind wir so gleich. Dann können wir da abstimmen, wer von uns spielt in unserem Team jetzt den Bass. Okay, bist du? Ja. Gut. Wissen wir schon, das müssen wir von dir erwarten. Von Richard erwarten wir, dass er seine Trompete spielt und seine Trommel spielt. Das bringt uns so viel weiter, dass ich auch aufhöre, von dir ein Horn zu machen, wenn du das überhaupt nicht bist. Dass ich von dir Erwartungen habe, die ich überhaupt nicht erwarten darf. Und dass ich auch erstmal mich fokussiere auf deine Stärke, weil jede von diesen Instrumenten hat Stärke. Und ich habe feste Glauben daran, stärke deine Stärken. Wenn du deine Stärken stärken kannst und ich auch, dann werden wir beiden virtuos. Und was ist schöner, damit Virtuosen zu spielen? Das ist so geil. Was da passiert auf einer Bühne, das kann man ja fast nicht vorstellen. Wenn jeder sein Stück geübt hat, wenn jeder sein Talenten einsetzen kann, was dann passiert auf die Bühne, das ist wie Chemie, das ist con amor. Das strahlst du dann auch aus nacheinander, aber auch auf deinem Publikum. Und das ist das absolute Schöne und das Geile an diese Metapher von diesen Musikinstrumenten, wobei wir Leute herausfordern, um erstmal zu entdecken, was ist mein Instrument, wie kann ich das weiterentwickeln und wie kann ich das einsetzen, um zusammen mit meinen Kollegen schöne Musikstücke zu spielen für unsere Kunden, für uns Publikum. Wie gehst du vor, damit jeder sich sein Instrument für sich finden kann? Da haben wir verschiedene Instrumente. Es gibt einen Test zum Beispiel auf unserer Webseite, richardhoch.de, da kann man das finden, den Test.
Es gibt viele Feedback-Übungen, um das zu machen. Also stell dir mal vor, wir sitzen hier mit 5 Kollegen und dann fangen wir mal an, mit diesen Kärtchen erstmal zu lesen und dann mal zu sehen, okay, welche von diesen Instrumente finde ich gehört zu welchen von meinen Kollegen? Na, können wir darüber reden? Und dann gibt es tatsächlich ein Weiterbildungsprogramm, was ich dann entwickelt habe, um von diesem Instrument, wenn ich weiß, ich bin am Bass, wie kann ich mich dann weiterentwickeln? Wie kann ich mich weiter, dass ich tatsächlich, also meine Musik lassen, um tatsächlich einer der größten Bassspieler zu werden, die es in dieses Umfeld gibt. Tests gibt es, es gibt Feedback-Übungen, es gibt ein Spiel, was wir entwickelt haben, es gibt ein Hörbuch, was wir entwickelt haben. Also es gibt viele verschiedene Arten und Weisen, wo man das entdecken kann. Aber am besten finde ich das, wenn die Kollegen sich zusammensetzen, um ein paar Stunden Ruhe in aller Ruhe das zu entdecken. Hm. Und das auch mal in die Praxis zu verwenden. Zum Beispiel, wir haben ein neues Projekt. Und wir fangen an, darüber zu reden. Und Richard ist dabei und ist Richard das Horn. Und ich fange an zu reden und ich stelle mein Horn auf den Tisch, weil dann weiß jeder, okay, der Horn hat jetzt seine Idee rübergebracht. Okay, du kommst auch und deine Bass steht auch auf dem Tisch. Okay. Haben schon den Bass und den Horn. Dann haben wir immer noch nicht, den Harfe haben wir noch nicht gehört, den Trommel haben wir noch nicht gehört. Und dann können wir... Wir bleiben so lange ans Reden, dass all diese Instrumente tatsächlich da stehen. Weil was man oft sieht, ist, dass die Trompete als erste auf, stehen noch, die Trommel haben gesagt, ja, so machen wir das und raus sind wir wieder. Und das sind leider die Introvertierte, also die Geigen, die Harfen, die Hörner, waren überhaupt noch nicht, haben überhaupt noch nicht mitgeredet. Und in Praxis haben wir das mit Vorständen gemacht, mit Managementteams gemacht, mit Projektteams gemacht. Und das macht tatsächlich Spaß. Ja. Kannst du dich da vorstellen, dass Vorstandsmitglieder tatsächlich diese Kärtchen dann... Das funktioniert. Das hat funktioniert hier bei Großunternehmen. Mhm. Funktioniert das noch jeden Tag. Was machst du, wenn du feststellst, dass so ein Team fast nur aus Trompeten oder fast nur aus Hörnern besteht? Ja. Das Schöne ist, Gerd, dann brauche ich fast nichts mehr zu sagen. Ja. Na, wir haben dieses Modell und dann kleben wir diese Kärtchen, kleben wir drauf und dann sieht man, wir haben 5 Trompeten. Und dann plötzlich sagen die Leute, ja, tatsächlich, ja, das haben wir immer schon gedacht, aber wir sind nie in die Lagen gewesen. Ja. Aber es ist logisch, weil es niemand von diesen anderen Instrumenten gibt. Und dann ist es eigentlich, die Lösungen sind oft ganz einfach, das heißt, eine oder mehrere sagen, am besten gehe ich in ein anderes Team oder jeder von uns hat 2 oder 3 Instrumenten, sagt einfach, also meine Trompete lasse ich mal heim, nehme ich mal meine Bass, kann ich mal den weiterentwickeln. Es gibt so viele Möglichkeiten, dann plötzlich um daran zu arbeiten. Hast du das Verständnis bekommen, dass man als Orchester spielen muss, dass es gut klingen kann, wenn man verschiedene... Aufgabenbereiche, so mit verschiedenen Tönen. Genau. Und das ist wirklich auch wieder ein sehr gutes Punkt. Das heißt, ich muss mir erstmal überlegen, was für Musik müssen wir überhaupt spielen? Brauchen wir ein klassisches Stück? Dann brauchen wir tatsächlich diese 70 Musiker. Das Publikum erwartet von uns nur ein Jazzstück. Okay, dann reicht es, wenn wir zu dritt sind. Also Ziele von ein Orchester, also Ziele für ein Team, bestimmen auch, wie das Team raus zusammengesetzt worden ist. Ja, genau. Ja. Okay, Richard, ich möchte nochmal auf das Thema Glück, auf dein Spezialthema zurückkommen. Ja, gerne. Kann Glück ein Dauerzustand sein? Oder geht es doch eher darum, einzelne Glücksmomente wahrzunehmen? Nein, Dauerzustand kann es nicht sein. Sowieso nicht, weil dann ist es kein Glück mehr. Aber wenn es immer da ist, dann ist es kein Glück mehr. Nein. Sowieso gibt es Glück in mehreren Ebenen. Also diese Glücksmomenten, die ich dann tatsächlich auch wahrnehmen muss. Da muss ich mich selber dafür öffnen. Dann gibt es Glück. Ich meine, es kann sein, dass ich jetzt 1 Million gewinne mit dem Lotto. Also das ist schon ziemlich Glück. Ne? Und ich meine, im Leben Trauer gehört dazu, Aufregung gehört dazu, mal Wut und Mut, alles gehört dazu. Wenn wir das nicht mehr erfahren, aber das Wichtigste ist, das ist so tatsächlich wichtig, Barbara Fredrickson hat schon herausgefunden, dass es schon ziemlich wichtig ist, um, sag mal,
diese positive Gefühl an einem Tag zu haben, dass man, sag mal, drei positive Momente erfahren muss, um, sag mal, ein sehr negatives auszugleichen. Und dann kann man ziemlich gut bei sich selber ja feststellen. Wir haben zum Beispiel während dieser Glückssendung haben diese Kandidaten immer so ein Glückstagesbuch. Und da müssen die immer alles eintragen. Und dann kann man ja sehen, dass sie auch Sachen eingetragen haben, wo die dann später, wenn die dann nochmal schauen, da, ja, tatsächlich, da kann ich tatsächlich glücklich über sein. Also, um deine Frage nochmal zusammenzufassen, nein, es ist kein Dauerzustand. Ja, man kann da viel an arbeiten, dass man viel mehr von diesen Momenten erfahrt. Und ja, es gehört zum Leben, dass es mal rauf und runter geht. Meine Bitte, ja. Führt mich zur Anschlussfrage, genau auf diese ProSieben-Sendung nochmal zurückzukommen, auf diesen Glücksreport. Kann man Glück tatsächlich lernen? Das war ja das Ziel, innerhalb von 3 Monaten seine Glückswahrnehmung zu verbessern. Hat das dauerhaft? Hast du noch Kontakt zu den Kandidaten? Ja. Und hat das tatsächlich geklappt? Ja. Ja, wir haben Kontakt, hat es geklappt. Wir haben also diese Oxford-Tests haben wir benutzt. Das ist so ein Test, den man für Glück einsetzen kann. Da haben wir einen Anfang, in der Mitte und ein Ende. Und bei allen war eine Steigung zu sehen. Und jetzt sind wir wieder 2 Monate weiter. Ich habe immer noch Kontakt zu denen. Natürlich sind die jetzt nicht die meistglücklichen Leute auf dieser Welt, aber die wissen genau, an welchen Knöpfen die drehen können. Es gab sehr viele Übungen, die gibt es für eure Zuschauer auch. Und ja, wenn es 10 Übungen gibt, sind 3 für dich geeignet und 7 nicht. Und die wissen jetzt schon, welche Übungen passen zu mir und welche Übungen kann ich machen, um tatsächlich mein Glück dauerhaft zu machen. Und das Schöne ist, in den Kontakten, die ich noch immer zu diesen Leuten habe, ist die, natürlich haben die mal so einen Schritt zurück. Logisch, es ist das Leben. Wenn man noch immer keinen Job hat, dann ist das, wie ihr Deutschen so schön sagt, verdammt scheiße. Ja, aber zum Beispiel einer von diesen Kandidaten hat jetzt ein Praktikum. Also der ist sehr glücklich damit. Das ist der nächste Schritt wieder. Also die haben gelernt, um die Schritte zu sehen, Schritte zu machen, um nachhaltiger glücklich zu sein. Ja. Was ist der wichtigste Lerneffekt bei so einem Prozess? Dass es nicht unbedingt von außen kommen muss? Oder darf ich mich abhängig machen von Glücksmomenten von außen? Oder ist das ein entscheidender Schritt, dass ich mich davon unabhängig mache? Ja, also das ist ein Thema, das kommt immer wieder zurück. Das heißt, diese Balance. Ja, du hast in deinem Umfeld brauchst du unbedingt, um glücklich zu sein. Aber ich muss es auch wahrnehmen. Das muss ich wieder tun. Ja. Also es ist immer diese Wechselwirkung zwischen, was passiert in meinem Umfeld und wie nehme ich das wahr und wie steuere ich welche Emotionen kommen da frei und welche, natürlich ist, wenn etwas schief läuft, darf ich auch wütend werden. Wieso nicht? Aber wenn ich dann etwas gelernt habe, wie ich meine Wut ablenken kann und dass ich daraus etwas lernen kann, okay, dann habe ich tatsächlich einen Schritt weiter gemacht. Du bist ja auf vielen Bühnen zu Hause, bist mittlerweile bekannter Trainer und Sprecher hier in Holland, auch in England, vor großem Publikum schon gesprochen, in Deutschland. Auf dem aufsteigenden Ast. Ja, ja. Auf jeden Fall. Gibt es Unterschiede? Zwischen diesen Ländern? Zwischen diesen Ländern in der Bereitschaft, glücklich zu sein, wenn ich das mal so ausdrücken darf. In der Wahrnehmung, im Umgang. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ja, die Unterschiede sind sehr klein. Wenn ich schon mit einer Lupe drauf schaue, dann sind die, ja tatsächlich, da sind die riesengroß, aber ich glaube, im ganzen Großen, also Westeuropa, da bin ich dann öfter, da sind die Unterschiede nicht so riesig. Da sind alle Leute, die wollen schon eigentlich das Glück. Und dann gibt es einzelne Leute, die ja tatsächlich noch nicht den Schlüssel gefunden haben, um es für sich selber umzusetzen. Aber da bin ich ja dafür. Ne? Ja, klar.
Aber man sagt euch Holländern zum Beispiel nach, ihr seid ein bisschen lockerer drauf und dann somit auch ein bisschen zumindest den Anschein, dass ihr glücklicher seid als der Deutschen, die auch das Glücklichsein zur Perfektion treiben wollen und sagen wollen, okay, wenn schon glücklich, dann in allen Umständen und unter allen Bedingungen und aber da ist noch ein kleiner Krümel, der stört mich und so weiter. Ist das tatsächlich so oder wie hast du das erfahren in deinen Trainings, in deinen Coachings? Ja, ich glaube, dass die Deutschen etwas mehr perfektionistisch sind als die Holländer. Das hat, glaube ich, auch alles damit zu tun, dass wir Holländer fast nichts fertigen. Ne? Wir haben gerne Rohstoffen und das Schöne ist, ihr baut wahnsinnig schöne Autos, die können wir kaufen und dann fahren wir bei euch auf die Fahrbahn und dann können wir mal ganz euch ärgern damit. Ne? Nein, aber ich glaube schon, dass es ein Unterschied ist. Ihr habt schon noch eine riesen Fertigungsindustrie. Die haben wir schon seit lange nicht mehr. Wir haben eine riesen Dienstleistungsindustrie. Und um Diensten zu leisten, braucht man halt flexibler zu sein. Dann, wenn man einen Fertigungsprozess gestaltet. Ich glaube, da gibt es schon Unterschiede. Und ich glaube auch, dass in Deutschland immer mehr Dienstleistung wichtig wird und dann kommt diese lockere Haltung, diese flexible Haltung, ja, die braucht man ja halt. Aber das ist im ganzen Großen. Ich glaube, die viele Deutsche, die ich jetzt kennengelernt habe, boah, das sind eigentlich auch sehr lockere Typen und für mich macht das riesen Spaß. Und das ist zum Beispiel diese selbe Fragen kann ich auch in Holland stellen. Wir haben auch Nordfriesen, die sind stur, steif. Wir haben diese, ich komme aus Süden, das sind dann die gemütliche. Aber das sind immer diese kulturellen Gedanken, die wir uns machen. Im Alltag ist der Unterschied nicht so riesig. Ja. Also so erfahre ich das. Klar, es gibt ja auch nicht den Deutschen, da sind dramatische Unterschiede von Nord nach Süd, von Ost nach West. Ja, genau. In der Art der Menschen und so weiter. Ja. Ich nehme an, das ist für euch hier genauso. Aber es gibt schon so generelle Tendenzen, muss man feststellen, mit ein bisschen Abstand, wenn man sich mal so auch im Ausland bewegt. Gibt es tatsächlich. Ja, gibt es. Aber das Schöne ist, wenn ich das wieder in diese Musikmetapher verfasse, dann sage ich, okay, dann seid ihr vielleicht mehr die Trommel oder seid ihr vielleicht mehr die Trompeten, aber wir können einander doch wieder ergänzen, oder? Genau. Dann, okay, ihr macht das Tempo und dann trompeten wir mit. Ja, ich glaube immer in die Kraft der Verbindung. Verbinde die Dinge, verbinde die Menschen, verbinde, was da alles passiert und dann, das bringt uns tatsächlich Schritte weiter. Hast du, gutes Stichwort dafür, hast du so eine Art übergeordnete Vision, die dich antreibt? Ja. Also meine Vision ist, dass ich wirklich wünsche, dass Leute ihre Talente erkennen, entdecken, die weiterentwickeln und die einsetzen, um andere zu helfen, glücklich zu machen. Und wenn wir das alle machen, dann wird das hier auf diese Welt auch tatsächlich noch schöner. Also das ist tatsächlich eine meiner Visionen. Also fang an hier, in dieses Körper und du in deinen Körper und du schaue in ihren Körper und wenn ich meine Talente weiterentwickle und wenn ich dann die Verbindung suche mit euch, ja, dann können wir tatsächlich sehr schön, sehr schöne Sachen machen. Denkst du, dass es möglich ist, bei allem Konkurrenzdenken aus diesem, fangen wir mal klein an, in Anführungsstrichen klein an, in einem Unternehmen wirklich ein Orchester zu machen? Ja, an den Grabenkämpfen, die da stattfinden? Ja, naja, okay, das ist halt ein wichtiges Thema. Wir müssen tatsächlich zusammenspielen wollen. Ich sage oft, in Musik spielt man zusammen, in Unternehmen arbeitet man zusammen. Und das wäre so mal nett, wenn wir dieses Arbeiten im Spielen umsetzen können, weil wir müssen uns selber, glaube ich, nicht so seriös nehmen, weil wenn wir das tun, wenn wir das richtig tun, dann müssen wir das mal sehen, was für Scheiße wir dann alles dann eigentlich jetzt da gemacht haben.
Also wenn wir uns selber nicht so ernst nehmen und mal sagen, okay, lass uns spielen, lass uns zusammen etwas Schönes machen, dann kann vielleicht dieses Konkurrenzdenken mal was etwas weiter in den Hintergrund kommen, weil ich glaube, das bringt uns tatsächlich nicht viel weiter. Definitiv wahrscheinlich eher das Gegenteil. Aber müssen da nicht auch die Unternehmen selber in ihrer Struktur umdenken? Ja. Meine, solange man Trompeten besser bezahlt als Bässe, will jeder die Trompete spielen, auch wenn er das nicht kann. Genau. Das ist, was oft passiert. Das sehe ich auch. Ich habe das so oft gesehen, dass Leute, die sind zum Beispiel Verkäufer, riesenguten Verkäufer, super Verkäufer, die werden dann plötzlich Verkaufsleiter. Ja. Und sind tatsächlich scheiße Verkaufsleiter, weil die kennen einen Trick sehr gut und dann plötzlich führen die dann 10 andere Leute und die müssen genau machen, was ich dann warte, dann sind wir wieder nicht da, dann benutzen wir diese Talente wieder nicht. Ja, wir müssen umstrukturieren, aber ich glaube, es gibt auch immer mehr Unternehmen, die das sehen. Es gibt auch noch immer mehr Unternehmen, die das nicht sehen. Aber wenn die das sehen, dann geht es auch, dann funktioniert es auch. Da gibt es in Deutschland einen Ausdruck dafür, das heißt das Peto-Prinzip. Ja. Deutschland wird so lange befördert, bis man inkompetent ist. Ja, genau. Ja. Und das Problem ist, wenn ich mich dann auch noch mit Leuten um mich her sammle, die das nicht gegen mir sagen, ja, dann hat man diese Zertifikate-Chaos. Ne? Verteidigungskrieg. Ja, genau. Da bin ich mehr beschäftigt, mit meinem Platz zu verteidigen, statt meinen Blickwinkel nach außen, um es besser zu machen für unsere Kunden. Oder das Instrument zu spielen, das mir eigentlich gehört. Ja, stimmt. Ja, Richard, ich durfte mal an einem Seminar teilnehmen von Duncan Lorien, ein gelernter Musiker aus Boston, der hier in Deutschland, glaube ich, 2 oder 3 Mal im Jahr Seminare gibt, die heißen Musik verstehen. Mhm. Es geht um die Grundlagen der Musik, wie hat sich alles entwickelt, und auch um die Grundthesen, wie kann man Musikinstrumente schneller lernen, indem man einfach versteht, um was geht es. Mhm. Seine Grundthese ist, Musik ist Kommunikation. Das heißt, es ist der direkte Weg auf einer anderen Ebene mit Menschen, auch international, die halt gar nicht deine Sprache sprechen, Gefühle zu transportieren, zu übermitteln. Mhm. Es ist ein Instrument der Verbindung der Völker, aber auch eins der Abgrenzung. Ja. Weil es letztendlich Bereiche gibt, die finden Asiaten toll oder in den arabischen Ländern die Musik oder eben unsere. Schlager. Unter anderem. Okay. Ja. Was denkst du, ist das, ergänzt sich das mit deinen Theorien oder mit deinen Aussagen? Ja, absolut. Wir müssen in Unternehmen für ein Publikum spielen. Ja. Das heißt, wenn unser Publikum tatsächlich einen Riesenbedarf an Schlager hat, dann müssen wir am besten das beste Schlagerorchester werden. Ne? Und ja, es gibt Leute, die gerne Jazz oder Fusion oder Rock oder ich glaube, dass es gibt immer noch einen Platz für Marketing. Das heißt, ja, wir müssen das auch abgrenzen. Ich glaube, dass wir brauchen das auch als Menschen, um wenn ich tatsächlich YouTube fantastisch finde und meine Freundin auch, das gibt diese Verbundenheit. Und ja, es gibt auch tatsächlich Leute, die denken, YouTube, was für Scheiß, ne? Okay. Also, dadurch entsteht auch diese Vielfalt, glücklicherweise. Weil Vielfalt, glaube ich, das brauchen wir auch. Ja. Okay. Würdest du sagen, dass es Musik mehr ist als einfach Unterhaltung, einfach ein guter Geschmack, sondern auch immer Ausdruck von Protest, Ausdruck von Zusammengehörigkeit? Absolut. Ich meine, jeder Komponist, was der macht, ist, er hat sich zum Beispiel verliebt in diese schöne Frau und diese Liebe wird nicht beantwortet. Das ist ein Moment, was passiert ist im Leben von diesem Komponist. Aber das ist natürlich für viele Menschen ist das, die haben das auch mal erlebt. Und durch das Lied, was er dann komponiert, erreicht er so viele Leute, die tatsächlich das Gefühl wieder da auch spüren und denken, oh ja, das weiß man auch mal. Und dann, ich meine, wir reden auch viel über Musik, oder? Wir stehen irgendwo in einer Kneipe und plötzlich kommt diese Musik hoch und das regt uns alle an, um zu tanzen, oder um mal über ein bestimmtes Themen zu reden. Also es ist viel mehr als Unterhaltung, viel mehr als es ist. Also
ein Lied sind Frequenzen und wir spüren diese Frequenzen und das tut etwas mit unserem Körper. Also es ist absolut viel mehr als nur Unterhaltung. Absolut, ja. Ja. Kommunikation. Ja, absolut. Okay. Die Abschlussfrage bei uns lautet immer. Ja. Wir haben Zuschauer, unser Publikum, für das wir spielen, ja. Hat letztendlich auch immer die Frage vor Augen, wie komme ich vom Traum zum Ziel? Ja. Wie kann ich mein Traumleben umsetzen? Gibt es von dir noch einen ultimativen Tipp, was man tun kann, um das zu erreichen, was man will, nämlich ein Leben nach den eigenen Vorstellungen, wie immer das für jeden aussieht? Ja, setze dein Ziel und schau mal, wo stehe ich? Was kann ich? Mhm. Und versuch da mal erst diese zwei näher und nahe zu bringen. Weil ich glaube, es gibt viele Leute, die ihre Ziele so riesig weit entfernt und so groß stellen und also diese Soll und diese Ist ist so weit voneinander entfernt, dass es fast nicht mehr motiviert. Wenn ich anfange, diese beide näher zueinander zu bringen, dann wird es funktioniert wie ein Magnet. Und immer wenn ich näher in die Nähe gegenkomme, dann werde ich immer mehr motiviert. So habe ich immer meine Ziele gesetzt. Also, dass ich die auch tatsächlich, dass es mir motiviert, um die auch tatsächlich zu holen. Ja, das wünsche auch jeder. Super. Wenn unsere Zuschauer noch ein bisschen mehr über dich erfahren wollen, wo können sie was über dich nachlesen oder erfahren? www.richarddehoop.de, das ist meine Webseite. Da können Sie auch zum Beispiel diese Kärtchen noch bestellen oder wenn Sie mich mal gerne sehen möchten, können Sie mir da buchen. Ja, okay. Ja, gerne. Super. So, liebe Zuschauer, wir wollen jetzt unsere Homestory komplettieren, wollen ins nächste Zimmer gehen. Wir bewegen uns jetzt ins Schlafzimmer von Richard de Hoop. Hey, warte, Jungs, hier ist Schluss, ne? Okay, das müssen wir leider Gottes wohl akzeptieren, dass wir hier nicht mit rein dürfen. Aber wir konnten Richard dazu bewegen, trotzdem noch für unseren internen Bereich die drei wichtigsten Tipps preiszugeben, um ein eigenes gutes Orchester zu generieren. Freuen Sie sich drauf. Und ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle nochmal für das super Interview bei Richard. Und wir sehen uns beim nächsten Teil. Ich wünsche Ihnen alles Gute bei der Umsetzung. Bis bald, Ihr Gerd Ziegler.